Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich bin dabei Geld zu transferieren. Yeah! So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen Podcast oder eine Filmsequenz. Eins von beiden. Filmsequenz. What? Fucking punk! Ah, wenigstens gibt's noch jemand anderen, der ihm auf den Sack geht, außer mir. So, bevor ich den Kampf beginne, gehe ich aber noch einmal ins Labor. Ich habe sehr, sehr viele WSN. Und die würde ich gerne vorher ausgeben. Aber dass er gleich von zwei Personen verarscht wird, das finde ich gut. So, passiert hier jetzt irgendwas? Nee. Wir sehen uns gleich im Labor. So, Leute, ich bin hier unten. Dann geben wir mal die WSN aus, ne? So. Alles in den Skill hier. Reicht aber, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch, reicht gerade so. So, jetzt habe ich noch einen geringeren Cooldown als vorher. Als nächstes investiere ich in Angriffskraft, weil die echt scheiße ist. Und wir sehen uns dann jetzt gleich oben. So, Bossfight. Jetzt dürfen wir das Mädchen treffen, was es schafft, Fu komplett zu verarschen. Immer dieselbe Villa. Nur die Balken sind anders. Und ein Anruf. Muss ich jetzt gegen zwei gleichzeitig kämpfen? The number 5 ranked assassin is Midori Midorikawa. Occupation? Dark World Princess. Even the UAA International Intergalactic Intel Network does not know exactly who she is. Okay. Get all your yayas out, Travis. Welcome to the Garden of Insanity. Bin bereit. Ich speichere nur noch mal kurz ab und guck mal, ob ich mir noch Nudeln gönnen kann. So, Leute, bin fertig mit Einkauf und Kacken. Zeit für den Bossfight, wo ich mich wieder hier wahrscheinlich gleich wegmachen kann. Ich warte nur auf den Moment. Geisterschule. Where the hell are we? At school. A Japanese school, huh? I've seen places like this in Miike's movies about delinquents and stuff. This place is kinda scary. Yeah, like one missed call scary. Something feels off here. Yeah, super off. My name is Midori Midorikawa. I'm a cleaner. My little sister's name is Doremi Midorikawa. Sieht aus wie ein Mensch. Notes and pronounced Doremi. It's one of those weird names people give their kids these days. My house is near Midoriyama Studio. During my rebellious period, I wore lots of Kimidori green. I was disappointed in myself for not wearing my favorite color, red,
I've been cursed by green, which is Midori in Japanese. There are so many things I hate about it, and I almost totally blamed my parents, but I just couldn't hold them accountable, because I love Mommy and Daddy. There was someone else I loved even more. He led me down this path to becoming a cleaner. What sort of path, you ask? Where do I even start? Time and space have been distorted, so I can't really get things straight. But for starters, I'm gonna kill you, so I'd appreciate your cooperation. She disappeared. Where is she? Over here! I'll keep this fire lit for you, okay? It's kind of like a sign or a marker. That's easy enough, right? Okay, are we all ready to go? Sind wir jetzt in einem Horrorspiel? Wir sind in einem Horrorspiel gelandet. Genau dafür liebe ich die No More Heroes-Reihe. Die hat immer irgendwas zu bieten. Und ich fühle mich jedes Mal in einem neuen Spiel, wenn ich einen Bosskampf mache. Hier drin ist nix. Hallo, wer bist du? Ich gehe mal einfach an dir vorbei, okay? Warum kämpfe ich gegen eine Geisterfrau? Gib mir meine Taschenlampe wieder. Mini-Gegner! Tschüss! Das waren eh die Easy-Billo-Gegner. Ah, meine Taschenlampe geht jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, ich spiele No More Heroes. Jetzt bin ich in einem Horrorspiel. Also ich finde es ja mega interessant, ne? Oh, hier wurde ein bisschen Ketchup verschüttet. Einfach dem grünen Feuer folgen. Überhaupt nicht beunruhigend, ne? Dass es hier Blut regnet. Ich sehe kein grünes Feuer mehr. Wo soll ich lang? Einfach irgendwie drumherum wahrscheinlich. Geisterschulen. Sowas mag ich nicht. Bin ich falsch gelaufen? Ich bin offenbar falsch gelaufen. Aber ich kann da nicht durch. Oh, hier ist was. Ich kann zum Hotel zurückkehren. Und ich kann hier natürlich nochmal auf Toilette gehen. Ja, hier will ich speichern. Definitiv will ich hier speichern. Wo muss ich lang? Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, jeden Raum abzusuchen. Einfach in jeden Klassenraum einmal rein, oder wie? Hallo, ich bin ein bisschen zu spät für den Unterricht. Hier drin ist offenbar richtig. Deathmelt Shower. Multikill. Die one-hitte ich halt einfach. Ich glaube, ich muss jeden Raum einmal clearen. Zumindest in denen, wo welche von diesen Puppen drin sind. Scheint es einen Kampf zu geben.
Herr Lehrer, hier melden sich so viele. Wollen Sie vielleicht die Antwort mal entgegennehmen? Okay, gestapelte Stühle. Das finde ich jetzt nicht so gruselig. Spin Death Row! Death Melt Shower! Anti-Gravity Death Force! Strawberry, right on! Raspberry, double kill! Tschüss! Ich kam ja noch nicht mal zum Angriff. Ich glaube, ich muss halt wirklich einfach die Räume clearen. Aber bis wohin? Wollte schon sagen, hier gibt es doch bestimmt einen Kampf. So, einen schon mal weg. Easy. Also das ist jetzt nicht so schwer bisher. Aber ich hätte schon gerne den richtigen Bosskampf jetzt mal langsam. Weil ich mir das immer erst erarbeiten muss. Ist ein bisschen gemein. Jetzt wurde ich wieder zurückgeportet zu dem Punkt hier. Jetzt ist hier die Tür offen. Muss ich mir doch nicht gleich entgegenschmeißen. Ich würde auch so mit dir spielen. You're tough, Travis. So I guess you've heard about me, huh? My boyfriend knows a lot about you. He is always talking about you. Okay. But you're free-spirited and stupid and intelligent and dumb. But you're also a nice guy with a serious side, too. I feel like you're probably right. There's a certain type of guy that reminds me of my old boyfriend. Something happened and we ended up breaking up. But the reason for that was actually pretty funny. Want to hear about it? No, I'm not really in the mood. Oh, it's about time we finish settling this. Yo. All right then, let's go up to the roof. Jump with me, okay? Yeah, that seems quickest. One, two, three! Danke. Huh? I messed up. This is that rock quarry in Ibaraki that they used to film those tokusatsu shows, isn't it? Awesome. I can't believe I'm here. This is where they film Kamen Rider Zeo, you know? Oh, sorry. I kind of can't deal with all this otaku talk, so could you not? Fine, whatever. I can fight all day here. Ihr wollt schon immer hier hin. Danke. I'm not gonna hold back, okay? Wakey wakey. It's morning. Ich kämpfe gegen ein Geist. I'm thirsty. I want some tea. What the hell? Sleepy. Still so sleepy. Listen, this mean, scary old man is standing right there. Let's kill him together. Die ist mal echt ein interessanter Charakter. No, don't die. No way. I'm so sleepy. Nice. Changing forms like that and all? You must really love the tokusatsu stuff. Okay. Once these guys wake up, it's all over, Travis. Whatever. I'll kill all your asses. I gotta change up forms too. Otherwise, it would be rude. Henshi! Oh, ich kämpfe im Henshin-Modus. Klingt mir ein bisschen unfair. Oh my god, that's so lame. Hey Mommy, can we break that? Anyone who Was heißt hier kaputt machen? Entschuldigung, hab vergessen, mich wegzumachen. Bring it, punk-ass puppets. Ach, jetzt ist es auch egal. Zucina! Full Green Modus. Eine Vollrüstung speziell für Landgefechte. Auch unter dem Namen Full Green Mode. Er für den Teilgang und L zum Schießen vom Multigeschoss. Showtime!
Komm! Ich kann die nicht angreifen, während sie in der Luft ist, ne? Das ist aber ein relativ kurzes Vergnügen, glaube ich. Wenn ich mal meinen Angriff wieder. Feuerbälle? Aua! Ich habe meinen Angriff wieder bereit. Kriegerangriff. Nein. Böses Mädchen. Tschüss. Sayonara. Easy. Ich weiß, ich habe viel eingesteckt. Jetzt nimm's doch. Ich habe die Hände abgeschnitten. Okay. Sie hat verloren, da stand nicht dead. Mommy! Help! Hey, Travis! You can kill me, but please, let my little guys go. They're good kids. Are they twins? Probably. Okay, I'll let you have this one. Thank you. I'll make sure you don't feel a thing. No! Okay. Who the hell are you? Trav, it's me. Kamui, is that you? Not this one. Stay out of this. That's my girlfriend. Seriously? This is your girlfriend? We've got no beef with you. We just sort of took Fuop on his offer and thought of it kind of like going to a nice barbecue, you know? Like that thing that's really trendy these days. Dompering, or whatever. That was basically what we envisioned coming here. Are you for real? I've never actually met Fu. During the breakout, I made eye contact with him for like a second, and I could feel the dark world in those eyes. Oh yeah, by the way, I'm a dark world princess. That's right! Midori is an actual princess! Isn't that awesome? Okay, so... I kind of got no idea what's going on right now, but whatever. Since you're these little guys' mommy, I'll let my katana sleep for now. Thanks, Trav. How can I return the favor? Come on over and hang out sometime. That's good enough for me. Trav, you really are a good guy. A bit too good of a guy, really. Was? So then, what do you all think about this? This boss fight? It had become quite the confusing mess, but somewhere inside that confusing mess hid the truth. What is real? What is not? These are indeed questions for the ages. There is only one thing that is real. I am here in front of your very eyes. After crossing the river of life and death, find the place where the point and the line of everyday life intersect. I'll be waiting for you any time. Kill the life. Destroy the life. Erase the life. Once it's all gone, it's all over. No, it's not actually over yet. The true end is killing the past. I'll see you again in the past. Kamui Uehara will be waiting for you.
Das war mal weird. What a peculiar guy. Kamui Uehara. Congratulations, Travis. You have been recognized as number 5 in the galactic rankings. Easy, Leute. Bin auf Rang 5. Nur noch 4 Bosse vor uns. Also, so viel haben wir jetzt nicht mehr zu tun. Wir nähern uns dem Ende vom Spiel. Ja, ja, die Sequenz kennen wir schon längst. Ich halte mich schon mal bereit. Oh. Miezen Katz. Paki. Paki muss immer sein. Ich investiere halt komplett jetzt als nächstes nur in Angriff rein. Wenn man schon sieht, wie wenig Schaden man macht. So, Podcast oder das andere? Mr. Sonic Juice has arrived. I see. All right, I'll see him. Okay. Damon, you come with me. Me? Why? Just fucking come. Fool. Everyone so far has died. Battle is about the Kämpfe jetzt gegen den Riesen. And the losers. It's about the rules. I get that. I guess humans are pretty tough after all. Yeah, they're not weak. I'll give them that. So how are things now? This guy is really something. The assassin called Travis. Just give me the word, and I'll go kill him straight away. Yeah. I don't really see you getting taken down by this guy. What's he thinking? I just want you to kill him. I get what you mean. Ah, das sind die restlichen Gegner, ne? Ah, the big four have gathered. Or to put it a different way, only the big four survive. I'll wait patiently. Could this human even make it all the way to me? I'm not worried. Sniping Lee here will put this Earthling down. That's what everyone says before they get killed. You're probably gonna die too. Prince Fool, can I kill this guy? Take him out with a headshot. Wait. Damon. Those are some pretty big words there, huh? It's the truth, Fu. I just want that guy killed. I want to see him torn to shreds. Damon, this game of conquest isn't for you. It's for me! Keep your opinions to yourself. Fine. I'll kill him my own way. Don't you fucking get in mine! Hurry up and take this guy out so I don't get in your way, Big Four. Prince Fu, can I kill this guy, please? I really hate this Earthling. This is stupid. I'm gonna take a nap and wait. Don't get killed in your sleep. I'll take your head first. Und jetzt noch wahrscheinlich ein Podcast. Ja, Podcast, aber hier kann ich mich ruhig wieder reinschalten. Hey, hi, Kamui. Watch, you'll see. This movie is hella famous. Also, who the hell are you? This is my buddy, Kamui. Nice to meet you. I'm Bishop. I'm kinda stuck with this asshole. Nice to meet you too. Hey, didn't you guys meet in TSA? Well, it's my first appearance in the Number series, and I'm the main character of a different game, so I'm fine with the first encounter thing. Also der Travis kam in einem anderen Spiel auch mal vor, wusste ich gar nicht. These guys are kind of creepy. Man, Kakihara is so cool.
For reals. Kakihara is the shit. Asano is kicking ass too. He's totally losing his shit. Actually, I don't really care for Japanese movies. Even though you're Japanese? Yeah, but still, I just don't like them much. I guess I kind of like the serialized dramas a bit more. Okay, then. How about the Girls X Heroine series? What's that? I recommend Majima Jo. Can't go wrong with Majima Jo. It even beats Bizarre Jelly. Ich kenne die Filme alle nicht. Aibo, Tokyo Detective Duo and stuff. Aibo? You mean the Aibo where Miike guest starred in Season 10, Episode 16? You've got good taste. I only have Season 10, Episode 16. Aber wie viel Freizeit habt ihr bitte? You guys. Want something to drink? Okay, I'll take a mango cola. Nice. I'll have one too. Nice. So, Midori Mirakawa haben wir besiegt. Ich gehe mal kurz nach draußen, damit ich hier die Nachricht oder was auch immer jetzt noch bekomme. So, wo findet das nächste statt? Wo muss ich jetzt nächstes hin? Ich muss wieder in das Gebiet. Okay. Sind auch nur 5 Teile, die ich abklappern muss. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!